Servus, wir sind auf dem Testserver und das Update ist frisch durch. Als erste Erneuerung kommt diese Kampfwette hier rein. Da müssen wir den gesamten Schaden, den die besten 10 Leute in dem Kuzu Dream hier gemacht haben, sozusagen zusammenrechnen. Und ja, wir müssen die letzte Zahl schätzen. Ist ein bisschen schwierig. Wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Mann, die letzte Ziffer ist jetzt eine 3, dann kostet mich das 300 PoE-Münzen, also Hotelmünzen. Ich kann maximal 5 Zahlen aussuchen, das heißt, ich riskiere 1500 Hotelmünzen. Und wenn die Zahl dabei ist, dann bekomme ich da 6000 Münzen raus. Es ist ein bisschen Glück, ob man das so machen kann. Ich weiß es nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich werde es, glaube ich, nicht nutzen. Das ist mir ein bisschen zu risky, dass ich da genau die 5 treffe. Es wäre dann eigentlich eine 50-50-Chance. Wenn man ein bisschen, mal wirklich zusammenrechnen, kann man sich das ja nicht. Man sieht ja nicht den kompletten Schaden, den die da gemacht haben. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel auf. Ach so, hier, Moment. Erstmal gucken, wo man die Rangliste gefunden. So, wir sehen jetzt hier oben zum Beispiel die 20.784.044.746. Könnte man sich theoretisch zusammenrechnen, aber man sieht ja die ganzen kleinen Zahlen nicht. Deswegen wird das ein bisschen schwierig. Oder man vertraut darauf und ja, müsste man eigentlich mal testen. Ich werde es mal probieren auf dem Testserver und dann kann ich euch ja nochmal Bescheid geben. Ja, denn des Weiteren bekommen wir einen neuen Awaked Held. Solise, die Wasseranimateurin. Und ich muss echt sagen, ja, die wird ein bisschen leicht krass. Denn wenn wir jetzt hier gleich ihr zugucken, werdet ihr sehen, sie beschwört zwei Geister. Diese spawnen immer wieder. Und über 10 bzw. 12 Sekunden macht sie extrem Schaden und healt. Na, sie hielt hier die kleinen Leute mit 154 bzw. 148k. Das ist schon echt viel. An sich sieht das echt nice aus. Aber ja, so wirklich weiß ich nicht, was ich von ihr halten soll. Ja, sagt ich es mir gerne mal. Des Weiteren bekommen wir zu ihr natürlich wieder eine Testversion, eine Prüfung und eine Reise der Wunder wird sich nach ihr, ja, gestalten. Ich denke mal, das wird dann wieder weitergehen, so wie es bei Tane und Brutus war. Dann startet die Abgrundexpedition. Wir wissen aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wann. Wir haben ein kleines, weil das Update kommt zu uns am Dienstag. Theoretisch müsste dann die Einschreibung am 31. sein. Ich glaube es zwar nicht, wäre aber möglich. Alternativ könnte die Abgrundexpedition bzw. die Einschreibung am 7.9. starten. Tja, da müssen wir mal gucken, wie das dann bei uns auf dem Live-Server wird, was da am Montag, am 29. glaube ich, in den Patch-Notes drin steht, wann die Abgrundexpedition anfängt. Ja, des Weiteren wird dann noch Kapitel 52 hinzugefügt, die Fraktionstürme und die ganzen, der Hauptturm, also der normale Königsturm und die Fraktionstürme bekommen ein Update. Da kommen wieder neue Ebenen dazu. Ja, ansonsten war das Update jetzt nicht so wirklich, ja. Wir bekommen im normalen, im verfluchten, nee, im verdrehten Reich, bekommen wir jetzt eine Skip-Funktion. Das heißt, wir müssen uns die Kämpfe nicht immer angucken. Sehr nett, ist jetzt hier auf dem Testserver leider noch nicht verfügbar. Aber ja, so, ich konnte diese kleine Mini-Prüfung hier mit Solise, Lucius und Lyca machen. Also ich brauchte kein Fünfer-Team. Und ja, Schaden und hier sprechen, glaube ich, schon für sich, würde ich sagen. Ja. Genau, dann bekommen wir neue Seelensteine. Und zwar gibt es ja die blauen, wo wir nur lila Helden rausbekommen. Wie hier zum Beispiel. Dann gibt es die lila Steine, die Elite-Heldensteine. Da bekommen wir auch blaue Helden als lila Helden. Und dann kommen die neuen Steine. Ich habe leider noch keinen davon. Da soll es wohl so sein, dass wir wirklich nur
aufgestiegene himmlische Helden, Unterweltler und erwachte Helden bekommen. Das heißt, sowas wie Morvos oder Angelo oder wen haben wir hier noch so Schönes? Saveas, solche bekommen wir dort nicht als Elitehelden. Ja, das wird wohl dann nochmal angepasst und zwar bekommen wir dann in der hier in der adligen Gesellschaft. Der Pass wird dann wahrscheinlich, wenn der neue Durchlauf kommt, wird es dann angepasst, dass wir dann hier keine Elite-Heldensteine mehr bekommen, sondern diese Super-Steinchen. Ja, genau. Dann können wir uns nochmal bei dem Splash-Screen hier oben nochmal 100 Dias abholen für Solise. Genau. Damit hätten wir das Update eigentlich so durch. Mehr gibt es da leider nicht. Ja, dann würde ich sagen, Tschüssikowski, Reingehauenski, bis zum nächsten Mal. Tschu tschu.